Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Clash of Clans. Beim letzten Mal haben wir wieder 5 Sterne geholt, haben uns ein bisschen Kohle und Elixier gefarmt. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass über dem Angriffsschild, wie ihr sehen könnt, keine Sterne sind. Das heißt, ich habe beim letzten Mal keine Sterne gefarmt. Ja, das ist natürlich wieder... Ja, was soll man dazu sagen? Also, ja, also muss man ganz klar so sagen, ne? Also, cool, na toll. Aber egal, das ist auch nicht unser Ziel für heute. Wir werden heute ein neues Dorf uns anschauen. Werden uns ein neues Layout machen für unser Level 7 Dorf. Ich finde zwar das hier ganz okay, aber da geht bestimmt noch mehr. Und ich habe mich so ein bisschen im Clash of Clans Layouts Wiki umgeschaut. Und naja, Kinders, ich kam da auf sehr viele Bases zu sprechen, aber die sind ja alle mit Sternen bewertet. Und ich habe mir dafür die Base genommen, die mit 4 Sternen bewertet ist. Das ist, ich glaube, sogar die bestbewertetste, weil alle anderen haben 3,5 und so weiter und so fort. Deswegen gucke ich mir jetzt mal, ich sag euch mal an, ja was denn, lösch doch, Miststück. Ich werde mir heute mal ganz kackendreist, wie ich drauf bin, das Dorf nehmen, das ihr euch über einen Link in der Videobeschreibung anschauen könnt. Ich habe wahrscheinlich einen Link zur Verfügung gestellt, dieser Seite von clashofclanslayouts.com, und da war halt das Dorf drin und das werde ich heute bauen und ihr könnt mit dabei sein. Hallo, guten Tag. Scheiße, ich habe eine Mauer nicht verbessert. Da habe ich im letzten Part angepriesen. Ja, ja, wir werden heute alle Steinmauern verbessern. Und was habe ich gemacht? Ich habe eine Mauer vergessen. Wo ist die denn? Hä, wo ist die denn? Hallo? Hallo? Wo soll die sein? Jungs? Seht ihr sie? Da ist sie! Sieht man gar nicht, meine Güte. Okay, Kinders, hopp, hopp, weiter geht's hier, oder so, keine Ahnung. Wollen wir mal? Wollen wir, gut. So, also, Rathaus in die Mitte. Ich denke, hierbei ist es egal, wie ich das Rathaus hinpacke. Es ist nicht ganz in der Mitte, aber ich pack's trotzdem in die Mitte. Wisst ihr, wie ich meine? Gut. So, dann die Mauern. Die erste Schicht. Mir ist ganz wichtig, dass ich die, ich sage jetzt mal, die billigeren Mauern, also quasi die Level 5 Mauern, nach innen packe, weil dann quasi die ganzen Truppen des Gegners nicht die krassesten Chancen haben, hier durchzubrechen. Weil die müssen erstmal über die äußeren Mauern. Und die werden härter sein. Und an den Mauern werden öfter Truppen scheitern, als über diese schniekensüßen Level 5 Mauern. Wisst ihr, wie ich meine? Gut. So, und jetzt bin ich wieder ein bisschen verwirrt, weil ich dieses Layout überhaupt nicht verstehe. Aber ich denke, ich krieg's trotzdem hin, hoffe ich doch mal. Also, auf jeden Fall kommt unter dem Rathaus, also quasi hier, ne, ihr wisst, wie ich das meine, die Clanburg hin. So, damit sie aber auch gleich ganz schön umzäunt werden kann, müssen wir erstmal vorher einen Magiturm bauen. Einen wunderbaren Magierturm. Ja, ja. So, und der ist, glaube ich, so platziert. Ich glaube, so langsam habe ich dieses Perspektivische raus. Zwischen Magierturm und Clanburg ist eine Lücke, da habt ihr richtig gesehen. Was machen wir denn dahin? Eine Luftbombe machen wir dahin. Aber vom Feinsten. Jetzt gucke ich mal auf meine Aufnahme und gucke, ob die noch läuft. Die läuft noch, läuft den Hals runter. Ja, und danach würde ich sagen, ist auch mal wieder Zeit, die ganzen Verteidigungen nach innen, was heißt Verteidigung, die ganzen Sammlerstätten nach innen zu packen, weil das ist auch sehr, sehr wichtig. Gerade in meinem Interesse, ich als mongolischer Münzensammler muss natürlich gucken, dass ich das soweit bewerkstelligen kann. Das sieht sehr komisch aus, muss ich sagen. Das sieht wirklich komisch aus. Ich frage mich gerade, ob ich das nicht vielleicht ein bisschen falsch erbaut habe. Ich guck mal kurz. Sieht aber eigentlich, es sieht so richtig aus. Die Luftbombe ist unter dieser Mauer hier, das ist richtig. Ne? Das ist richtig. Ich habe nichts falsch gemacht, ich bin perfekt. Oh, die Mauern. Ich sehe heute wieder kommen, wie mein Tablet aus dem Fenster fliegt, weil diese ganzen Mauern so richtig schwanger sind. Oh, es wird heute wieder klatschen, ey. Ich sehe es kommen, Mann. So, zack. Das ist so die erste Welle. Kümmern wir uns, wenn sie alle so frei sind, mal um diese... Hallo, hör auf damit. Um diese Area. Und zwar hier über dem Rathaus und über dem Goldlager, besser gesagt, ne? Zuerst mal
packen wir, wenn, oh, Jungs, Mädels, ich kann nicht mehr. Zuerst mal packen wir hier und dort Sprungfallen hin. Warum das so ist? Damit die ganzen neugierigen Blicke der ganzen Leute, die sich hier aufstellen, durch einen katapulterartigen Schlag hin fortgespült werden. Von meinem wunderbaren Dorf. Also bye. Das ist der Grund. Und mehrere Gründe gibt es nicht. Das sage ich euch, Kinas. Ja, gut. So, hier die nächsten Kanonen. Ich packe auch schon mal direkt meine krasse Level 7 Kanone rein. Damit die mein Goldlager auch komplett beschützen kann. Gefolgt von einem wunderbaren Level 4 Minenwerfer. Und ihr seht, das ist alles nebeneinander. Das ist auch alles so richtig. Das ist alles auch so durchgewunken vom Bundessozialamt für jugendgefährdende Medien. Macht euch da keine Sorgen drum. Ich weiß, was ich tue. So, das dazu. Über der Sprungfalle, die rechts von uns ist, kommt eine Bombe hin. Gut. Und dann wird auch schon eigentlich dieses Lager umzäunt. So, und wir fangen an mit den Level 6 Mauern, ne? Weil so langsam gehen wir auch diese ganzen Goldmauern aus. Was auch gut ist, weil je mehr Level 6 Mauern ich habe, desto besser ist das ja auch für die Quote. Ganz klare Sache. Ja, gut. So, dann bin ich jetzt gerade eben so ein bisschen verwirrt, weil ich guck gerade so ein bisschen. Ich glaube, aber so müsste das richtig sein, ne? So ist es richtig, okay. So. Wir sehen, das Rathaus ist sehr, sehr krass umzäunt, ne? Und es wird noch umzäunter werden, also das... Wir versuchen halt quasi mit diesem Layout hier zu verhindern, dass irgendwelche Truppen zum Rathaus rüberkommen. Ich denke, das wird uns auch, ich hoffe mal, einigermaßen gut gelingen. Wir schauen mal, wie es wird. So, der nächste Bogiturm. Das kann meines Erachtens sogar ein Level 3 Bogiturm werden, weil... Dann bricht nichts mehr krass durch, oder was? Keine Ahnung. Ne? Hier ist ja auch nicht so viel außer ein Elixierlager und außer einer weiteren Kanone, die aber auch Level 7 sein wird. Man muss ja auch irgendwie ausgleichen. Wenn ich hier einen weaken Level 3 Bogiturm habe, muss hier natürlich zum Ausgleich eine Level 7 Kanone stehen. Ist ja ganz klar. Ne? Gut. So, dann sieht das ein bisschen schwanger aus. Weil direkt zwei Bodeneinheiten von der Kanone kommt hier eine Bombe hin. Und direkt darüber kommt ein Elixiersammler hin. Interessant. Erzähl mir mehr, Kai. Wirklich? Bist du immer jemand, der sagt, der alles kommentieren muss, was er gleich tun wird? Ja? Ja, deswegen bin ich auch Let's Player. Guten Tag. Das ist mein Job, das zu tun. Hier schmiegt sich dann die nächste Riesenbombe an. Also quasi direkt zwischen Bogiturm und Elixierlager. Da schmiegt sich jetzt erstmal die schöne knackige Riesenbombe an. Das Ganze wird wieder umhüllt. Ihr habt's erfasst. Richtig. Hör mal, ihr seid gut. Wisst ihr das? So schnell könnte ich da nicht mitkommen. Ganz ehrlich. Nein. Die Mauern sollen nicht in diese Richtung gehen. Die sollen bitte nochmal nach unten. Und zwar wirklich, würde ich sagen, genau so, richtig. So. Dann ist auch das wieder hier umzäunt. Na, komm doch. Dankeschön. So. Dann ist die nächste Ecke. Und ich sehe gerade, das Ganze schmiegt sich so ein bisschen hier auf die linke Seite. Ne? Das ist, Wir müssen mal gucken, wie das dann im Endeffekt aussehen wird. Okay. Kümmern wir uns um diesen Bereich über dem Rathaus. Na, wir haben ja eben oben links gemacht, jetzt ist das, jetzt ist die Seite oben rechts vom Rathaus dran. Und da fangen wir erstmal ganz gediegen und gechillt an mit einem Elixierlager. Gefolgt von einem Minenwerfer, wurde auch mal wieder Zeit. Und der Spot unter dem Minenwerfer, das ist der Spot für, naja, ahnt es sich ja schon, richtig, für den Barbarenkönig. Da ich ihn aber noch nicht habe, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ha. Vielleicht das Elixierlager, ja. Weil, ich verstehe auch nicht den Sinn dahinter, dass das Elixierlager so weit nach außen zu stellen, laut Layout, das macht keinen Sinn. Dann lieber doch hier das Lager nach innen stellen und außen der Barbarenkönig, oder? Ich weiß nicht. Ich mach's erstmal so. Ich habe ja sowieso noch keinen Barbarenkönig erbaut.
Wird aber auch bald nachgereicht, Kinders. Versprochen. So. Zwischen Elixierlager und Minenwerfer kommt wieder eine... Habe ich gerade Elixierwerfer gesagt? Zwischen Elixierlager und dem guten Minenwerfer kommt natürlich wieder eine Luftbombe hin. Und das ist alles umzäunt von einer wunderbaren Level 6 Mauer, die sich schon lange gefragt hat, was und wann sie endlich zur Verfügung gestellt wird. Und jetzt wird sie zur Verfügung gestellt. Ja, ganz klar. Wirklich. So. Ich hasse es, ein Dorf aufzubauen mit einem Layout, wenn danach überall Lücken drin sind. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe die meisten ganzen ich habe die ganzen Gebäude noch gar nicht. Die ganzen Verteidigungsgebäude oder was weiß ich. Das regt irgendwie noch ein bisschen auf. Ja. Aber gut. So. Kanone. Bogiturm. Oben kommt noch eine Riesenbombe hin. Und die schmiegt sich, glaube ich, so an, ne? Ist das so? Ich glaube schon. Und direkt neben der Riesenbombe kommt direkt schon das Lager. Für... Der Sammler für das dunkle Elixier kommt dahin. Das will ich damit sagen. Ich bin wieder ein bisschen verwirrt, ich weiß. Ja, ja. Dann geht's hier weiter mit der Mauer. Ich muss mal etwas anderes einfallen lassen. Ich muss wahrscheinlich dann irgendwie die Bauhütten reinlegen, wenn sie hier schon nicht drin sind. Ne, die sind außen. Aber das ist okay. Da kann ich so als Platzhalter sagen, okay. Ich packe die Bauhütten rein, um quasi diese Lücken zu schließen, die ich halt noch habe, weil mir ein paar Gebäude fehlen. Das heißt, ich werde hier die erste Bauhütte reinpacken, damit die Lücke geschlossen wird. Wo haben wir denn? Hallo? Bauhütte? Da. So. Ne? Logische Konsequenz. Das muss so gemacht werden. Ne? Platzhalter und so. Ja, ja. Gut. So. Sieht aber schon relativ sehr, sehr, sehr strikt aus, ne? Hui. So. Der Luftfeger, der in... Nein, nein. Was machst du da? Der Luftfeger, der hier aufgestellt wird und der in diese Richtung zeigt, hat Spaß bei seiner Arbeit. Der guckt in diese Richtung, ne? Wobei es auch irgendwie Sinn machen würde, ihn hier anzuzeigen und nicht irgendwie da. Aber das hätte auch irgendwie Sinn. Ja, wir machen es da. Gut. Hier eine suchende Luftmine, die ja, wie wir alle wissen, extrem viel Damage macht. Und dann kommt unten noch ein weiterer Bogiturm hin. Also genau hier. Gefolgt von einer Kanone. Und da unten noch ein Tesla-Turm. Und da müssen wir wieder ersetzen, weil Bauhütte, ihr wisst. So ist das nun mal. Ja, ja. Und natürlich ist der Akku schwach. Der war eben noch bei 50%. Willst du mich vollkommen verarschen? Okay, Kinders, wir müssen uns beeilen. Ich versuche das zumindest. Ansonsten raucht mir das Tablet ab und dann ist das ganze Layout im Arsch. Das würde ich feiern. Definitiv. Deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen Speed machen. Ein bisschen speedmäßig aufbauen. So, das wäre das. Unterm Rathaus haben wir noch gar nicht gebaut, ne? Richtig. Und falls ihr euch gefragt habt, wo denn die nächsten... Warte mal kurz. Wie? Was? Da ist was falsch. Da ist etwas... Moment mal. Ich habe wieder falsch gebaut. Schon wieder. Gut, dann stecke ich kurz mein Ladekabel an. Sonst raucht mir das Tablet gleich echt ab. Da habe ich keinen Bock drauf. Scheiße, das ganze Layout ist kacke. Für den Arsch. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie habe ich das denn jetzt alles fabriziert? Wie habe ich es denn falsch gemacht? Komisch. So, an sich ist da nichts Verwerfliches dran. Andererseits, ich will jetzt auch nicht weiterbauen, wisst ihr? Ich weiß auf jeden Fall, dass diese Mauerreihe, also quasi diese hier, nein, hör doch auf, du Wichskopf, die muss hier hin. Also da, wo jetzt gerade auch hier die, die Clanburg steht. Oh, ist das ein Kack. Scheiße, Mann.
So, egal, dann... Aber das kann nicht falsch sein. Das ist... Das ist... Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kinnas, ich habe nicht alles falsch gemacht. Es war halt nur diese Mauerei, die ich falsch gemacht habe. Oh mein Gott, ich danke dir. Du alte Drecksau. Oh mein Gott, okay. Sehr gut. Sehr gut. Also ich wusste natürlich, dass ich hier alles richtig machen würde. Ja. Dieser kleine Fehler war auch nur ein Test. Und ich habe damit bewiesen, dass ihr alle nicht zugeschaut habt. Ihr habt nicht zugeschaut und ihr habt damit dafür gesorgt, dass ich euch übers Ohr gehauen habe. Ja, super. Schön, ja. Ja, also dann seid ihr alle damit durchgefallen und werdet dadurch von meiner FL geworfen und werdet auch alle vom Clan ausgestoßen und damit dürft ihr dann auch nicht mehr in meinem Clan aktiv sein. Ist ja ganz klar, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen für diese wunderbare Aufmerksamkeit und bye. Spaß beiseite, Kinnas. Ich werde euch natürlich nicht aus dem Clan werfen. Jedenfalls nicht jeden von euch. Nee, alles gut. So, ich hoffe, ihr seid eine Art Mensch, die Spaß von Realität unterscheiden kann. Super. Sieht halt alles ein bisschen krumm aus wegen der Werkhütte, ne? Aber da kommt halt, wie gesagt, bald alles Relevante hin. Ne? Gut. So! Was fehlt denn jetzt noch? Das ist eine sehr gute Frage, Kindes. Jetzt ist laut Dorflayout schon fast alles fertig. Eine Reihe fehlt noch und das ist die untere Reihe und dann wäre das halt echt auch schon durch, ne? So, was kommt hier Schönes hin? Natürlich hier erstmal die Bauhütte als Platzhalter für den Tesla-Turm, für den ersten Tesla-Turm. Der zweite steht ja hier oben, bei der anderen Bauhütte. Ne? Ist auch gut, dass wir dafür die Bauhütten nehmen als Ersatz, weil dann kann man quasi ganz, ganz einfach sehen, was quasi ersetzt werden muss. Versteht ihr, wie ich meine? Gut. So, die erste Goldmine kommt hier rein. Das sollte sie eigentlich, aber ihr seht, das passt nicht. Deswegen wird sie auch erstmal rausgelöscht. Also bye. Na? Gut. Dann umzäumen wir das erstmal wieder so ein bisschen und das ist auch genau so richtig, ja. Hier kommt der nächste Minenwerfer rein. So muss es sein, Kinders. Richtig, ja. Jetzt gehen wir an den letzten Mauern drauf und zwar für diesen Bereich. Na, perfekt. Alle Mauern weg. Das ist das ganze Mauerareal. Ihr seht, sieht sehr konstant aus. Es ist auch sehr eckig, ja. Muss man so sagen. Aber auch sehr symmetrisch. Das gefällt mir vom Aussehen sehr, sehr gut. Ist wirklich wunderschön. Muss man sagen. Wobei, warte mal kurz. Der Bogiturm kommt doch dahin. Heißt ja auch im Umkehrschluss, dass die Goldmine doch hinpasst. Aha! So, das wäre dazu. Jetzt packen wir nochmal eben ganz schnell allgemein die ersten Armeelager an ihre Plätze. Was auch sehr einfach ist, weil sich diese ganzen wunderbaren Armeelager an die ganzen Ecken anschmiegen. Ihr wisst. Zack. Und dann hier noch. Ist, also ich finde das soweit schlüssig. Und komme damit auch dementsprechend klar. So, hier ist der nächste Sammler, Düller Elixier. Hier kommt die nächste Kaserne hin. Aber, ja, ich würde sagen, ich lasse hier diesen Abstand erstmal. Dann. Jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ja. Hier die nächste Goldmine, so... Eins unter dem, oder genau zwischen der oberen Goldmine und dem Bogiturm. Kann man so sagen. Doppelt Abstand, dann kommt dann das Elixierlager hier zur Stelle. Also quasi mit einer Fläche von 2, ihr wisst Bescheid. Ja. Entschuldigen Sie, meine Lunge macht heute wieder einige Probleme durch. Diverse. Gut. Mir geht's gut, keine Sorge. So.
Jetzt weiß ich nicht, was da oben steht. Also was halt über dieser Kaserne steht. Ist es vielleicht die Kaserne für dunkles Elixier? Das kann sein. Aber mir egal. Pack ich halt hier die normale Kaserne hin. Hier kommt das Labor hin. Hier die Zauberfabrik. Mit einem Abstand zum Labor. Hier die andere Kaserne. Was aber auch nicht sein kann, weil die Zauberfabrik mit einem Abstand zur Kaserne steht. Deswegen muss das Labor hier hin. Kann aber irgendwie auch nicht sein. Egal, scheiß drauf. Es wird schon irgendwie passen. So. Dann. Hier mal wieder eine Goldmine und hier ein Elixiersammler. Und mir. Ich weiß, was mir jetzt gerade fehlt. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon in die Kommentare geschrieben, aber dann ist wahrscheinlich diese Luftabwehr hier, die ich noch drin habe, nicht implementiert ins Dorflayout. Aber das ist kein Problem, dann werde ich es nachsetzen. Was ja nicht passt, wird ja bekanntlich auch passend gemacht. Das würde ich sagen, mache ich so. Hier die Goldmine rein. Dafür hier die Luftabwehr. Seht ihr? Perfekt. Ne? So, jetzt gucken wir uns mal die Spots der Luftabwehren an. Luftabwehren. Das sind alle relativ zentral, ne? Muss man so sagen, ja. Wäre es da nicht besser... Oh, es buggt wieder rum. Wäre es da nicht besser, das Lager... hier hinzupacken? Die Luftabwehr dafür hier. Hat man quasi so ein Dreieck. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist doch perfekt. So, Kinders, das ist das Dorf. Es wurde nicht gespeichert. Sag mir nicht, es wurde nicht gespeichert. Es wurde nicht gespeichert. Nicht dein Ernst, oder? Backt's wieder rum oder ist es nicht gespeichert? Ich hab auf Speichern gedrückt, Alter. Ich hab auf Speichern gedrückt. Ohne Scheiß. Willst du mich verarschen? Warum ist das da ausgegraut? Es buggt nur noch rum, ne? Es buggt einfach nur noch rum. Kinders, ich habe offiziell keinen Bock mehr. Ich habe offiziell keinen Bock mehr. Wofür stelle ich mich jetzt hier eine halbe Stunde hin? Kinders, ich werde in Fahrt. Wenn ich Bock habe, stelle ich das Dorf nach. Wenn nicht, nicht. Ciao.